Ja, ich arbeite seit Unterbrechung ungefähr seit 20 Jahren für Screen Music in Frankfurt. Und wie wahrscheinlich schon einige von euch mitgekriegt haben, sind wir ja umgezogen. Also die Location am Bahnhofsfeld, die gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt in der Seehofstraße 6. Und ich hatte auch da quasi das alte Interieur, alles komplett wieder mitzunehmen, wenn du in den neuen Laden kommst, dass du halt so diesen Schlauch hast. Das ist sehr ähnlich geschnitten. Und auf diesen Vitrinen war zur Stabilisierung, weil oben drüber noch Koffer gestapelt waren, ein altes Brett aus Nadelholz, 3 cm dick und ewig lang. Und dann war ich da oben, habe gerade die Stromleitungen da irgendwie alle demontiert und habe mir gedacht, von hier oben sieht man alles, das ist ja super. Ja. Also wer das kennt, das ist über der Kasse gewesen. Das Brett hat auch alles gesehen, alles, was da unten passiert ist. Es hat jeden gesehen, der in diesen Laden reingekommen ist. Es war direkt über der Kasse platziert. Ja. Also sprich, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Brett sogar Elvis Presley gesehen hat, ist relativ groß. Abgesehen von Gary Moore, Billy Idol, Alice Cooper, die ganzen Größen, die in der Festhalle mal gespielt haben und sich in einem Laden verirrt haben oder halt eine schnelle Reparatur dann seit Zeiten gebraucht haben. Da war mein erster Gedanke, nee, Nick, da musst du eine Gitarre draus bauen, ja. Dann habe ich mal nachgefragt, die Heidi, wie lange das da wohl schon liegt. Ja, und sie hat gemeint, zu Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und natürlich auch dementsprechend, wenn sie Gitarren ausprobiert haben, die Töne mitgekriegt. Ja. Da habe ich gedacht, das ist ein Stück Frankfurter Musikkulturgeschichte. Da musst du was draus machen. Dann habe ich mich entschlossen, eine Tele draus zu bauen, weil die Tele war, oder ist besser gesagt, die allererste industriell hergestellte E-Gitarre. Und das war auch so die Zeit, wo das losging mit Rock'n'Roll, wo die Country-Jungs Telecasters gespielt haben, damit das alles laut und kräftig wurde auf der Bühne. Und die allererste Tele, der Prototyp davon, die war sogar aus so einem Nadelholz gebaut. Also hat sich da der Kreis geschlossen, das musste passieren. Ja. Und dann habe ich in meinem Urlaub zwischen den Jahren quasi den Korpus gebaut. Den Hals hatte ich so gut wie fertig, ja. Aus dem alten Brett. Das habe ich so gelassen, wie es ist. Es ist nicht behandelt. Es ist nur mit dem Kompressor abgeblasen, leicht geölt, ja. Jeder Kratzer, was man hier so sieht, das sind die Schleifspuren der Koffer, die da oben drauf gelagert waren, ja. Und das Schlagbrett, dann hatte ich erstmal ein schwarzes Schlagbrett drauf. Und meinte, oh, das sieht ja furchtbar aus. Kannst du so nicht lassen. Und ich habe damals ein Stück von der Tapete, die hinter den Vitrinen war, abgezogen, weil ich im neuen Laden einfach so ein bisschen interieurmäßig das Ding an die Wand in so einen Rahmen so abgerissen. Das wollte ich so gestalten. Und dann ist mir die Idee gekommen, wow, da musst du die alte Tapete draufziehen aufs Schlagbrett. Das habe ich hier auch gemacht. Die ist irgendwie 3, 4 Mal übergemalt. Ja. Und die ist wohl aus den 20er, 30er Jahren. Also hat auch super gepasst, sieht auch extrem cool aus, finde ich, ja. Ja, um das Ganze nochmal abzurunden, die Gitarre ist wie gesagt von oben nicht lackiert, aber von unten den Hals, den habe ich in kompletter Handarbeit, wie ich es immer mache, selbst geschnitzt. Also ich benutze so gut wie keine Maschinen, ja, das wird alles mit Händearbeit bei mir ausgeführt. Das habe ich lackiert. Bevor man lackiert, jeder, der mit Holz zu tun hat, weiß, wässert man Holz. Ja, dann nimmt man einfach einen nassen Lappen, geht einmal kurz rüber, damit sich die ganz feinen Holzfasern nochmal hochstellen. Um es dann halt mit noch feinerem Papier nochmal abzuziehen. Sonst passiert das halt beim Lackieren. Und dann war ich am Main spazieren und dann habe ich mir gedacht, ja, das musst du jetzt nicht mit Leitungswasser machen, machst du mal mit Mainwasser. Kollegen angerufen, der kam, der hat das fotografiert, wie ich das entnommen habe. Und das wurde dann quasi hier mit dem Wasser, hier auch das Datum noch drauf, ein bisschen verblichen mittlerweile, habe ich das gewässert. Und für mich ist das jetzt, also als ich sie angefangen habe, war diese Idee und das alles, die Kreise schließen sich gar nicht so gegeben, erst beim Machen. Das ist immer so bei mir. Wenn ich was mache, dann, ich muss nur loslegen, dann fügt sich das alles. Es soll vielleicht auch ein bisschen Motivation sein, einfach Dinge zu machen, ausprobieren. Macht einfach. Wenn ihr eine Idee habt, setzt euch dran. Die Energie kommt von allein. So müde und übernächtigt kann man nicht sein, dass man sich nicht noch hier in einem kleinen Werkstättchen von 10 Uhr bis 1 Uhr dann nochmal irgendwie die letzten Reserven mobilisiert, weil man halt irgendwas erschafft, man macht was, das tut so gut, ja.